Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier auf FS1 und auch hier im Rockhaus. Wir sind heute mit unserem mobilen Sendestudio wieder mal beim Local Heroes angetanzt und schnappen uns hier Leute, mit denen wir sprechen, die auch danach auf der Bühne zu sehen sind. Wir haben nämlich heute beim Local Heroes ein Special und zwar eine Zusammenarbeit mit Late Hour Studio. Und dazu begrüße ich jetzt, ich sage es jetzt ganz allgemein, The More or the Less und Copernico. Hallo, grüß euch. Hi, servus, hallo. Jetzt fange ich mal mit dem Tobi an, weil ich mich erinnern kann, The More or the Less war vor einigen Jahren relativ präsent und von dir hat man aber jetzt länger nichts gehört. Ist es ruhig geworden um dich? Fast auf den Tag genau, vor 4 Jahren ist das letzte Album rausgekommen. Es hat mehrere Ursachen. Einerseits eine Babypause. Also ich habe kein Baby bekommen, aber ich bin Vater. Ja, gratuliere. Danke. Und da hat man dann weniger Zeit für Musik. Das ist eine kleine Warnung. Ja. Und außerdem dauert es bei mir immer. Also ganz, ganz lange. Ich habe immer ein Jahr schreiben, ein Jahr vorbereiten, ein Jahr aufnehmen so ungefähr. Und jetzt ist halt noch ein Baby dazwischen gekommen. Okay, aber das heißt, kann man da sagen, more or less Wiederauferstehung? Und ja, ich habe schon viele Lieder schon geschrieben eigentlich. Super. Und habe aber heute ist eigentlich ein Spezialauftritt, also eigentlich war das nicht geplant, aber für Late Hour, was tut man da nicht? Ja? Aber ich muss halt nur mehr aufnehmen, es dauert auch wieder. Aber das ist schön, dann gibt es schon mal Aussichten. Dann gehe ich gleich weiter zu Copernico. Ihr seid ja, wenn ich das sagen darf, die neuen Lucky Strikes Back. Ich weiß, ich werde das jetzt nur einmal sagen, nur das als bisschen Vorgeschichte, weil ich glaube, Lucky Strikes Back ist noch jemandem ein Begriff. Was und wer ist jetzt Copernico? Ja, es ist so richtig, wie du es formuliert hast. Gut. Im Prinzip, Copernico ist die neue Formation sozusagen und es gibt es erst seit September 2015, also nur relativ frisch. In der Zeit haben wir aber doch irgendwie alles über den Haufen gehauen und machen jetzt statt dem Pop-Rock eher den härteren Alternative-Rock. Also doch 180-Grad-Wende, würde ich sagen. Also ist jetzt das, was ein bisschen bei, wenn man das so sagen kann, bei Lucky Strikes Back ein bisschen gefehlt hat und das, was jetzt quasi. Ich würde nicht sagen, dass es gefehlt hat. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, sagt man so schön. Das eine war der Pop-Rock, jetzt der Alternative-Rock. Irgendwann will man sie wieder mal austoben. Am Schlagzeug, auch auf der Gitarre, auch am Bass und ja. Lucky Strikes Back war ruhiger, jetzt ist wilder. Jetzt ist es Zeit für Neues. Ganz genau. Ja, dann sind wir schon sehr gespannt. Ihr werdet ja heute auch live auf der Bühne zu sehen sein. Richtig. Tobi, was gibt es denn von The More or the Less? Es ist jetzt schon so lange aus. Ich kann zwar noch ganz grob Singer, Songwriter, Akustik, Folk. Ist dem denn noch so? Ja, das wird sich ja, glaube ich, nicht wirklich ändern. Also es gibt, ich habe so ein paar Ideen, dass ich ein bisschen mit Elektronik spiele, aber in Wirklichkeit Never Change a Winning Team und ich halte nichts von diesen Bands, die sie mit jedem Album neu erfinden wollen, weil das ist eine Lüge. Jede Musik sozusagen ist ja schon irgendwann mal geschrieben worden, jede Akkordfolge. Ich glaube, man kann das Rad nicht mehr neu erfinden, sondern man kann einfach nur versuchen, schöne Lieder zu schreiben in dem Genre, in dem man sich daheim fühlt und da fühle ich mich daheim und das wird so bleiben, glaube ich. Ja. Das heißt, wir werden uns bei dir heute alle daheim fühlen? Das ist eine Behauptung, die würde ich jetzt nicht so aufstellen, aber ich hoffe wohl. Ja. Ja, aber daheim kann man ja insofern auch sagen, es ist im Rockhaus, wo man wo, glaube ich, Copernico auch am Extraordinary Sampler schon drauf gewesen ist, das jedenfalls weiß ich. Tobi, bei dir, glaube ich, vor Jahren auch schon viel ist eine, zu tun gehabt. Ja, es ist eine Kinderstube quasi für voll viele Musiker oder in Salzburg oder für die allermeisten. Ja. Gute Kinderstube, Grabenstube kann man empfehlen. Und die Kooperation mit Late Hour Music macht da das natürlich nochmal, multipliziert sich das auch. Ist das für euch dann auch so ein bisschen Familienausflug, Klassentreffen? Wenn man dann die Kollegen vom Studio trifft? Ja, also ich muss ehrlich sagen, persönlich, ich bin noch nicht so lange dabei. Also ich war damals vorm Dave Drummer bei Lucky Strikes Back. Ich habe damals wegen der Matura dann die Band verlassen. Das war 2012 oder so. Aber wir kennen uns trotzdem alle. Die heute da sind am heutigen Abend. Genau, trotzdem. Mhm. Und auch bei der Ordinary, Extraordinary Verlosung, also Verleihung, waren dann wieder voll viele Leute, was man schon irgendwann einmal gesehen hat. Und dann kommt man wieder ins Gespräch und knüpft irgendwie alte, neue Kontakte und ist dann schon immer, ja, lassen wir. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ja, ja, eigentlich gut funktioniert das Netzwerk inzwischen. Das finde ich eigentlich super, weil man sieht es dann eh immer wieder beim Local Heroes und auch wenn man dann mit den Leuten spricht, es ist eine schöne große Familie geworden, das muss man sagen. Zum Thema Familie, ihr werdet dann quasi mit euren Geschwistern und Onkel und Tanten auftreten. Kurze Frage zum Abschluss noch. So eine Kooperation vom Rockhaus mit Late Hour Studio kann es ja wieder mal geben. Was wäre eure Empfehlung fürs Rockhaus? Mit wem? Mit was?
könnte es noch wieder eine Kooperation geben? Was wäre für euch spannend? Mir fällt ganz spontan ein. Am besten ist, wenn das Rockers mal die Foo Fighters bucht und Copernico als Support Act jetzt herholt. Na, umgekehrt. Genau. Das war auf jeden Fall und stark. Der Tobi spielt dann auch noch. Nein, ich schon zu, bitte. Aber Tobi, was wäre. Ernsthaft, was wäre so das Rockers-Ding, was wir unbedingt mal wollen? Puh. Also sowas wie heute. Sowas wie heute ist es einfach öfter. Es hat schon mal jemand Landestheater gesagt. Also Landestheater? Könnte spannend sein. Das könnte gut sein. Im Landestheater können viele Leute gut singen, glaube ich, zum Beispiel. Ja. Aber würde ich gerne sagen, keine Ahnung. Big Declare auf jeden Fall. Rockers. Wir sind aber eigentlich alle immer da. Es sind so viele bekannte Acts immer da. Also recht viel mehr können wir uns eh nicht mehr wünschen in Salzburg. Ihr habt es gerade das Perfekte gesagt, es sind ja sowieso immer alle da. Ja. Und auch so heute, ihr werdet jetzt auch dann gleich die Bühne entern. Ich wünsche euch und uns einen großartigen Abend. Vielen herzlichen Dank. Und diesen großartigen Abend wünsche ich euch jetzt auch beim Zusehen und wünsche euch ganz viel Spaß. Das ist der Moment, der Les. Stück ist der Way Away. Turning on your side, you can stand the lights. Watching you and now the eyes are there and your heart away. Mr.
Dankeschön. Tobi. Also was soll ich sagen? Eigentlich spielen wir, also ein bisschen übertrieben, weil ich bin da lange herum, aber eigentlich spielen wir gerade gar nicht. Wir haben eine Babypause. Und wenn unser Studio sozusagen ruft, dann scheuen wir weder Kosten noch Mühen noch irgendetwas anderes. Und ich bin halt so durchgegangen und kurioserweise gehöre ich auch schon zu den Älteren hier und habe das schon ein bisschen so miterlebt, was der Harry Mörd da gemacht hat. Und der Harry ist glücklicherweise, da schätze ich mich wirklich sehr glücklich, einer meiner Sandkastenfreunde fast schon. Und bist du da? Ist er da? Er versteckt sich natürlich hinten, wie immer. Du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein, weil alles, was da heute passiert, ist eigentlich mit deiner Arbeit passiert. Natürlich sind da Künstler da, die Musik an sich machen, aber ich bin mir sehr sicher, ich kann für alle Künstler sprechen, die heute da hier sind. Ohne ein Harry wäre es nie so geworden und ich bin einfach stolz auf dich. Kurz der Band Bescheid sagen müssen. So. Yeah.
so kurz für die richtige Stimmung zu machen. Ich habe noch zwei Lieder. Habt ihr Lust? Na, Halleluja. Michi, wo ist denn Michi? Kannst du mir kurz mal Gedanken von unter der Bühne auszuklagen? Aber ernst, ja, da liegt der Gedanke von unter der Bühne. Und ich habe einen schweren Fehler begangen. Das ist übrigens der Michi. Applaus für Michi. Ja, wesentlich ist jetzt ein Teil von mir. Es ist sehr klein, aber es ist sehr hilfreich. Ihr seht also, ich bin seit ungefähr einem Jahr nicht mehr von der Bühne gestanden, es sind nur diese kleinen Details, die dann nicht passen, ja, aber ja, ich hoffe, ihr verzeiht es. Und wie gesagt, das ist ja eigentlich eine kleine Ausnahme. Das nächste Lied handelt jetzt auch, wenn ich gerade 1000 Tode gestorben bin, Fußball. Das heißt, nächste Politik. Dear Mr. Empty, when will you take me at last? Mr. Empty, hope you don't take me to fast. Hey, Mr. Empty, where will you take me at last? Yes, you will take me in first. Not too soon, and please not too late. Please choose the right time, then it'd be great. Dear Mr. Undertaker, dear Mr. Undertaker. Hey, Undertaker. Where will you take my love? Before I die, could live without you at all. Please thank you to heaven on earth. I care for her, train again, she's really worth. Dear Mr. Undertaker, dear Mr. Undertaker, dear Mr. Undertaker, dear Mr. Undertaker.
vor allem Gläser am Schluss, falls wenn ich merkt habe. Also wäre klar erkennbar, oder? Das ist das letzte Stück und das ist ein besonderes Stück, gell? Okay. Wer kennt das weiße Album von den Beatles? Hände hoch. Das weiße Album von den Beatles? Ja. So much about Generation. Nein. Da drauf ist ein ganz wesentliches Stück, wie ich finde, für die Musikgeschichte. Und es hat mich ganz lange begleitet. Ich habe jetzt eine Bitte. Ihr müsst da mittappen. Ja? Das Lied geht ungefähr so. Paul McCartney hat das aufgenommen. Paul McCartney kennen alle. Ja? Und der tappt auf der Originalaufnahme so mit dem Fuß, wie ich gerade. Und es wäre eine schöne Hilfe, wenn ihr einfach mittappen könntet. Ja, genau, so geht das. Und das hat für mich eine ganz große Bedeutung. Ich bin Vater geworden und ich habe zur Geburt meines. Also, natürlich ein Applaus für die Idee. Er ist selbstverständlich ganz großartig, ja, weil er wie die Mutter ist und ich habe bei der Geburt eine Playlist mitgehabt, weil ich wollte, dass ich das steuere, welche drei Lieder mein Sohn das als erstes hört, das was die ersten Musikstücke sind, die er auf der Erde hört, wenn er geboren ist. Ihr könnt es verrückt nennen, ich nenne es vernünftig. Und das erste Stück auf dieser Dreier-Playlist war dieses Stück, Blackbird. Ja. Blackbird von den Beatles, von Paul McCartney. Und das ist jetzt für Felix. Und der tappt nicht von uns. Blackbird singing another love. Take these broken ones and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes, learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. You can't bring me down. Sure.
bedanken im Namen von meiner gesamten Band. Es war jetzt schon ein langer Abend für euch, glaube ich. Und es hat es trotzdem nur gedauert. Dankeschön, danke. Ein großes Danke geht auch raus an die Vor-Act. Es ist schwierig, dass man da noch draufsitzen kann. Applaus für alle Acts, Applaus für die Technik, Applaus ins Rockhaus. Es ist ein wunderschöner Abend wieder. Dankeschön. So, die nächste Nummer heißt Close Down und die brauche ich eure Hilfe. Es geht grundsätzlich nur um eine Phrase. Wuhu. Und die müsst ihr im Refrain singen. Kriegen wir das hin? Close Down, viel Spaß! Thank you.
zum nächsten Song. Der Song ist Luxury. Dabei geht's darum, dass Gern dir immer geil Reichtum hast. Dass du mit dem, was man hat, ein bisschen zufrieden ist. Und das Allerwichtigste bei dem Song ist, dass alle eigene Hände auf ihn hat. Bitte. Es ist saugeil gleich. Viel Spaß mit Luxury. Person, die immer im Hintergrund arbeitet, die immer dafür gearbeitet haben, dass andere
ihre Träume erfüllen können. Und ohne ihn wird es uns auch so nicht geben. Danke, Ari, Aaron Mörd, Lena und Music. Es ist dein Abend. Du bist ein Supermensch. Ich glaube, das können alle anderen Vorhacts auch bestätigen. Ich widme den Song jetzt einfach mit dir. Schön zu gestern. Viel Spaß! We'll be right back.
Heute zählt es bis 4. Dann gebt ihr alle die Hände rauf. Alle klatschen. Gestern legen wir richtig los, okay? That's ready. That's ready. Dankeschön. Wir haben noch einmal noch für euch mit. Die Nummer ist Grace. Es war echt wunderschön mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald wieder. Wir waren Copernico. Danke nochmal an die ganze Crew, danke an alle Acts. Danke an Harvey, danke Leda und Music. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, vielleicht sehen wir uns noch in der Bar. Danke!